Sie sind hier, 22. November 2018, 23.35 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Derrick Williams steuerte 20 Punkte zum Sieg des FC Bayern bei Urheberrecht DPA Picture Alliance. Die Basketballer des FC Bayern gewinnen in der Euroleague bei CB Gran Canaria. In Abwesenheit von Stefan Jovic brilliert ein deutscher Aufbauspieler. Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat in der Euroleague den ersten Auswärtssieg gefeiert. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am 9. Spieltag mit 89:74, 46:42 beim spanischen Playoff-Halbfinalisten CB Gran Canaria durch. Damit ist die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic nach 9 von 15 Spielen vorübergehend 9. von 16 Teams. DATENCENTER, die Tabelle. Bei den Bayern fehlte erneut Spielmacher Stevan Jovic wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Dafür zeigten Nationalspieler Maudolo 22 Punkte und der frühere NBA-Profi Derrick Williams 20 Punkte starke Leistungen vor 3.872 Zuschauern auf der Kanareninsel. Bayern mit starkem Schlussviertel, ein 16:0 Lauf im Schlussviertel ebnete den Weg zum 4. Sieg im 9. Spiel für die Bayern. Die besten 8 qualifizieren sich für die K.O.-Runde. Bis zum 4. Spiel in dieser Woche bleibt den Bayern nur wenig Zeit zur Erholung. Bereits am Sonntag ist der Tabellenführer in der Bundesliga beim Tabellendritten Gießen 46 erst um den früheren FCBB-Center John Bryant zu Gast. Das Spiel im Stenogramm. CB Gran Canaria, Bayern München 74:89, 42:46 beste Werfer, Balvin 15, Eriksson 15, Strawberry 11 für Gran Canaria, Lowe 22, Williams 20, Koponen 11, Lucic 11, Boca 10 für München. Zuschauer 3.872. Jetzt die Sport1 App herunterladen. Von Sportinformationsdienst.